Gäbe es ein Paradies, sähe es wohl so aus. Wenn ich ans Wasser komme und die Route aufgebaut ist und im Wasser stehe, dann gibt es für mich nichts anderes rundherum. Es gibt nur noch den Fluss und mich. Und ich vergesse die Zeit, ich vergesse zu essen, zu trinken. Es ist einfach die Erfüllung für ein paar Stunden. Fliegenfischen, das ist die Königsdisziplin des Angelns. Und Peter Ehri hat viele Jahre Erfahrung. Wie ihn zieht es viele Angler hierher nach Slowenien, an die Soča und ihre Nebenflüsse. Die kommen von überall her. Franzosen sind sehr viel da, Italiener wegen der Grenznähe sowieso, viele Deutsche auch. Sie alle träumen von einem Fisch, der Marmorata. Sie ist die größte aller Forellen und so gut wie ausgestorben. Es gibt sie nur noch hier oder eigentlich wieder hier. Denn der Fischereiverein Tolmin hat vor 18 Jahren begonnen, die Marmorata wieder zu züchten. Sie war durch die Vermischung mit künstlich angesiedelten Bachforellen schon fast verschwunden. Heute werden über 200.000 Forellen jährlich ausgewildert als Eier- oder Kleinstfische. Und manche schaffen es wieder zu ihrer alten Größe. Diese wurde 1,20 Meter lang und 22 Kilo schwer. Der Anteil der Marmorata-Gene im Forellenbestand wächst und er wächst deutlich. Wir glauben, wenn uns die natürliche Auslese hilft, haben wir gute Chancen, die Marmorata zu retten und zu erhalten. Die Marmorata ist ein scheuer Fisch, schwer zu fangen und schwer zu filmen. Nur in der Fischfarm haben wir eine Chance, für ein paar Sekunden einen Blick zu erhaschen. Die Farm züchtet auch Eschen, auch sie eine bedrohte Art. Die Fischfarm in Tolmin lockt inzwischen Besucher aus aller Welt an. Zurzeit machen ein paar junge Schweden hier ein Praktikum. Das ist der einzige Ort, den wir kennen, an dem Eschen gezüchtet werden. Nicht nur die Eier. In Schweden produzieren wir nur Eier. Finanziert wird die Arbeit durch die Gebühren, die die Sportfischer errichten. Fliegenfischen in der Soča ist nicht billig. 50 Euro kostet die Lizenz pro Tag. Doch das reicht gerade so, die Kosten zu decken. Und Lucian Rejec, der Vorsitzende des Vereins, würde die Zucht gerne noch vergrößern. Es wäre gut, dass auch die slowenische Regierung sowie in Italien sie finanzieren solche Arbeiten, besonders Forschungsarbeit hier nicht. Gut. Slowenien ist arm, was können wir helfen? Viele hier entlang der Soča leben vom Fischereitourismus, wie Branko Gasparin. Er vermietet Zimmer an Sportfischer, vor allem aber macht er Fliegen, tausende von Fliegen. Es sind kleine Kunstwerke in Handarbeit und oft auf Bestellung gefertigt. Die Menschen haben immer versucht, die Fliegen nachzubilden, um den Fisch zu überlisten. Die ersten Fliegen wurden schon im 15. Jahrhundert gemacht. Heute sind wir so gut, dass selbst die Fische überwältigt sind. Kein Wunder, mit dieser Fliege hat er gerade erst einen Preis gewonnen. Kaum im Wasser dehnen sich feinste Luftbläschen aus und die Fliege taucht wieder auf, unwiderstehlich für eine hungrige Forelle. Fliegenfischen ist eine Kunst, die mühsam erlernt werden muss. Denn die Technik ist schwierig und man muss die Gewässer gut kennen. Erik Seiss hat aus seiner Leidenschaft einen Beruf gemacht. Schon vor Jahren ist der Franzose nach Slowenien gekommen und führt nun französische Angler zu den besten Plätzen. Meistens werden die Fische wieder zurückgesetzt. Es geht den Männern um die Herausforderung, den Kick, den Fisch zu überlisten und ihn zu besiegen. Aber die Marmorata, die Königin der Forellen, das ist immer noch etwas ganz Besonderes. Wenn ich eine Marmorata sehe, macht mich das schier verrückt. Das ist ein atemberaubender Fisch, geheimnisvoll schön und stark. Das ist wirklich der slowenische Fisch par excellence. Und so ist der Schutz der Marmorata nicht der Erhalt des Vergangenen, sondern Investition in die Zukunft.